Herzlich willkommen, liebe Heidis, zu einer neuen Episode hier von unserem wunderschönen Simulator. Da oben gab es einen Crash. Und wir müssen jetzt hier schnell ans Steuer und das hier erledigen, weil das kostet alles Zeit. Ihr seht, 11 Minuten haben wir noch. Das ist ein Run gegen die Zeit. So. Zack. Bye, bye. Okay, wir müssen diese ganze Hölzer da weg. Okay. So, löst die Handbremse, um die Maschine zu bewegen. Habe ich gemacht. Okay. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir diese Hölzer hier wegbringen müssen. Ja, denn die behindern die Straße. Und da oben gab es schon einen heftigen Crash. So, jetzt müssen wir hier rein in den Modus. Können wir mal die Ansicht ändern. Okay. Und wieder hier diese gleiche. Wir müssen das Holz durchschneiden, oder was? Ladebaum da unten. Oh Gott, es sind jetzt so viele Tasten. Okay, das ist Navigieren. Schneiden ist beide Tasten. Okay. Ja. Kann man das nicht... Ah, das habe ich gesucht. Aber mehr geht nicht. Ja. Ah, das habe ich gesucht. Können wir das jetzt machen? Muss das irgendwie drehen oder so? Ah, guck hier. Boah. What the fuck? Maschine ist schwer beschädigt. Oh Mann. Ist gar nicht so einfach hier. Ich hab doch die Handbremse gelöst. So muss ich eigentlich alles machen. Gibt es in dem Unternehmen nur einen Mitarbeiter? So. Okay. Zack. So. Nee, warte mal. Oh Gott. Zeitdruck. Okay, okay, okay. So. So. Dann müssen wir dann ein Stück zurück. Boah, alter Schwede. So, Schere nach oben. Haben wir. Schere nach unten. So. Okay, näher ran. Ein Hammer. Oder zwei. Oder drei. Kommen wir näher ran. Okay, machen wir erst hier die drüben. So. Sehen gerade. So. Jetzt müssen wir da rüberfahren, oder was? Oder kriegen wir es von hier aus hin, ja, oder? Nein! Mann! Oh, leck mich am Arschspiel. Okay. Fahr los! Okay, los geht's. So, Position wechseln. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen die Erfahrung. Warte. Ja. Nee, das ist falsch. So, genau. Mein Gott. Oh, ist das kompliziert. Schnie, schna, schnappi, wir machen den Baum kaputt. Wie in einem Rutsch jetzt, ne? So.
jetzt kommen wieder diese zwei blöden Dinger. Mann, Mann, Mann. Ja! Alright. Okay. Was müssen wir machen? Scheiße, das haben wir nicht aufgepasst. Soll ich jetzt mit dem anderen Wagen wieder davon dran vorbeifahren? Probier's einfach. Okay. Go, 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 go. Wir haben keine Zeit. Eigentlich muss man uns Zeit schenken. Wie kommen wir raus hier? So. Nein. Doch. Da ist richtig. Ist das hier für ein Knopf? Kann man da drücken? Nein. So. Ich hänge hier fest. Okay. Oh, Gottchen. Man hat es nicht leicht. Man hat es nicht leicht, Leute. Das Unternehmen ist nicht das Beste. Das sind die schlechtesten Arbeitsbedingungen überhaupt. So viel Zeitdruck hier. Lass mich rein da. Okay. Go. Kommen wir daran jetzt? Ich wette, wir kommen da nicht vorbei. Doch, wir haben es geschafft. Yeah, yeah, yeah. Wir haben es geschafft. Okay, Mann, wir haben noch 7 Minuten. Ey, gib Gas. Hier ist passiert es wieder unterwegs was. So. Es sei denn zufällig, dass dann genau ein Unfall passiert, ne? Immer wenn wir involviert sind. Mann, 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 Mann. Naja, egal. Vorne. Alles unter Kontrolle, Freunde. So, das müsste das Ziel sein, wo wir hin müssen. Ja. Oh, great. Schön, Tornados wüten auf unserem Weg. Okay, wir müssen abhauen. Die kommen. Fahr, 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 fahr. Die Tornados kommen. Und nicht die Kampfjets, sondern... Wirbelstürme. Ja, ist klar, was auf einmal alles passiert, ne? Er flieht dem Tornado. Wo ist er denn? Oh, oh. Aber wenn er in die Richtung fährt, sich bewegt, ist ja egal. Okay, jetzt haben wir die Chance, davon vorbeizudüsen. In dieser Welt möchte ich nicht leben. Passieren Unfälle, Tornados. Kommen auf einmal aus dem Nichts. Wo ist er denn? Grün. Kommt er hier rüber? Okay. Alles gut. So, da ist der zweite. Aber der weht auch rüber. Ah. Mann, 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 Mann. Die Leute, die in Wyoming wohnen oder leben, die tun... Boah. Gut, dass wir da weggedriftet sind. Wenn nicht, dass der wiederkommt. So, 5 Minuten noch, ey. Ja! Ich höre ihn wieder. Wo ist er? Menschen sagen, das Wunder geschehen. Yes! Rocketman 4.14, wir haben es geschafft, Leute. Ich hasse Winter. Weißt du, warum ich Winter so sehr hasse? Ein Wort, Schneeräumung. Okay, Schneeräumung und entladende Batterien. Deshalb haben wir jetzt sie außerhalb der Fahrzeuge aufbewahrt. Okay, hebe den Akku auf. Machen wir. Zack. Ain't no choice but to insert the battery into the bulldozer. Es besteht keine andere Möglichkeit, als die Batterie in den Bulldozer einzufügen, den du heute betreiben wirst. Ja. Okay, wir müssen den jetzt einfügen. Da ist er. Lass mal die Tür hier öffnen, legen wir mal auf den Boden. Oh, ist kalt. Mehr Batterie. Einer mit dir. Wir verwenden die universellen Zellen, deswegen vor der Arbeitsbeginn man immer die Batteriespannung anpassen muss. Stell die Knipbegriffe so, dass die Anzeige 12 zeigt. Okay. Warte mal. So viel. Ah. Gut, die Maschine ist bereit zur Arbeit.
Okay. So, wir müssen mal Schnee räumen. Wir müssen erstmal gucken, wie wir hier reinkommen. Hört den Schnee, Leute. Wo kommt man denn? Hä? Wo kommt man denn? Wie komme ich da oben ins Führerhaus? Warte mal. Ach, hier. Manchmal sieht man es nicht, weil es dunkel ist. Aber keine Taschenlampe? So, was mit Zombies? Okay, los geht's. Ich muss jetzt Schnee räumen. Planierschild. Erreiche den Canyon. Schon ein bisschen frisch hier draußen, ey. Warte mal, mach mal Licht an. Zack. Ja, bringt, das ist ja nix. So vielleicht. Du siehst ja wenigstens ein bisschen was. Vor dir ist der erste Bereich, von dem du Schnee wegräumen sollst. Manche bezeichnen das Gebiet schneefrei. Okay. Ach, hier lang. Ja, sehr schneefrei auf jeden Fall. Ich muss jetzt eigentlich rein theoretisch schon dagegen fahren, oder? So, muss ich logischerweise erstmal runter machen. Da ist er schon unten. So, los geht's. Na, klappt doch. Machen wir doch easy peasy hier. Jetzt müssen wir die nächste Runde fahren hier. Die Seiten noch. Dann haben wir den Canyon schneefrei gemacht, ey. Das sind harte Aufgaben fürs Leben. Okay, los geht's, Baby. Oh, da hat die Planierraube schon ein bisschen mehr zu tun. So. Zweimal drehen und dann die andere Seite noch. Drehen. Oh. Und wieder Rückwärtsgang. Ich will gar nicht wissen, wie kalt das hier ist. Ja, los geht's. Mal gucken, dass wir alles mitnehmen. So. Jetzt dürfen wir es haben, oder? That went well. Das ging glatt. Dein nächstes Ziel sind die Zwillinge. Ich frage mich, ob du errätst, warum man die so nennt. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich muss aber erstmal das Fahrgerät hier wieder drehen. Din. Ach, das geht einfach so. Ich muss gar nicht. Das ist ja praktisch. So. Einmal darüber, die 200 Meter. Mal die schneller, wenn wir es so machen? Nee, ne? Nee, die rollen ganz langsam und gemütlich zum Ziel. Aber ist auch gut. Kann ja auch mal ein bisschen entspannt was im Leben angehen, ne? So, guck mal da vorne. Meter. Okay, Ladies and Gentlemen. Da vorne ist es. Die Zwillinge. Warum man die so nennt, weil die Felsen wahrscheinlich gleich aussehen. Oh. Da müssen wir den Druck runter machen. So, dann auch noch hier.
Achso. Moment. Jetzt aber. Einfach gut rein da fahren. Und wir machen den ganzen Schnee weg. So, das hätten wir schon mal. 12% drehen. Wie das aussieht, wie sich das dreht hier, das, die Schneeraupe. Kleine Raupe. Nimmer satt. Wieso? Om nom 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 Schnee. Om nom 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 nom. Ich will erst alles, der ganze Schnee. Nom 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 nom. So. 12%, ja. Wieso hat sich das jetzt nicht geändert? Hä? So, die Schicht nochmal von 14%. Ich glaube, wir müssen da nochmal einmal drüber, warte mal. Ja, der hat das nicht richtig getriggert. Mann, 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 Mann. 47%, ey, wir haben es ja fast, guck mal. We are almost there. So, und nochmal die Seite hier mitnehmen. So, 78%. Ach, das macht Spaß. Kann der Druck wieder ablassen? Oh, Baby, mach die Kurve klar. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ist auch geil, man nennt sie die Zwillinge. Man kann auch einfach sagen, der Entwickler war zum faulen zweiten Stein zu designen. Naja, muss man ehrlich sagen, aber kann man trotzdem sagen. So, haben wir es, oder? Was? Wo denn noch? An Seiten, oder was? Ist doch fertig. Gilt das da auch? Warte mal. Ich gucke. Klar. Warum grenzt man das dann nicht mit ein? Ich sehe jetzt da nichts mehr. 85%, ja, wo ist denn da noch was? Bin ich jetzt blind? Warte mal, einmal querfeld ein hier. Pulsen bestimmt, die wir noch nicht weggemacht haben. So, jetzt sind wir bei 95. Ah, no, nur noch ein Bereich dann. Oh. Muss auch nochmal. Okay. So, jetzt machen wir noch den letzten Bereich in dieser Folge. Bulls on Parade. Errungenschaft freigeschaltet. So, so, so. Guckt es euch an, Freunde. Wir sind tatkräftig hier am Start. Ah, erreiche das Tor. Dann gehört dieses Gebiet dem Militär. Was hat das Militär mit dem Gebiet hier vor? Oh, wir werden kaum hier hochkommen, ey. Alter. So, noch ein Gebiet. Ach, das ist da drüben. Okay, müssen wir einmal dem Weg folgen. Das machen wir noch mit links. So hoch. Okay, nun Vollgas, komm. Yeah, Berg runter. Wie das aussieht, ne? Wie so ein... Als ob er einfach viel Hunger hat. Nom, 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 nom. So, wo ist das Gebiet? Ah, da. Oh, das ist nochmal ein großes Gebiet hier. Wie soll es auch anders sein? Aber wir machen das. Wir werden unserer Aufgabe gerecht. Unser Chef wird sehr glücklich mit uns sein. Da. Boah. Da ist aber viel Schnee hier. So, drehen.
Will das ausschauen, wenn man hier einfach so das alles platt macht? Ja, ne? Wollen wir nicht so sein, liebe Entwickler. Oh. Na komm! Ja! Ja! Die ganze Schnee weg! Schnee. Oder was wir, wie wir es in Deutschland nennen, kennen wir gar nicht. Schon lange kein Schnee mehr gesehen. Schnee finde ich eigentlich auch ganz cool, aber sobald der Schnee zwei Tage liegt oder so und diese ganze Pampe da ist, oh. So. Jetzt sind die einfach hier, die. Der kleine Freund hier. So, jetzt drehen wir nochmal. Okay. Also das Gameplay wechselt sich immens ab hier. Ja. Oh. So. Ach Gott. Also das ist eine Arbeit. Sehr abwechslungsreich gerade. Aber komm, wir ziehen es durch. Das ist unser Job. So, und weiter geht's. Na komm. Jo. Dürfen wir es gleich haben, ne? Bestimmt wieder irgendwo was, was wir übersehen haben. Ich bin sicher, dass die Fahrer für die heutige Arbeit sehr dankbar waren. So, das haben wir geschafft, Leute. 5 von 14, also 9 Aufgaben haben wir noch. Und dann dürfen wir eigentlich damit durch sein. Schnee wieder weggeräumt. Und in der nächsten Episode kommt dann die nächste Aufgabe. Mein Gott, das ist wieder richtig dramatisch. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.